So, jetzt wird abgebaut und dann geht es leider auch schon wieder nach Hause. Die 2 Wochen gingen vorbei wie im Flug. Andi kurbelt gerade die Stütze hoch, es ist kurz vor 7. Möchtet gucken, dass man rechtzeitig rauskommt, bevor in der Via Fausta die Hölle los ist. Mal sehen, ob man es schafft. So, hier sieht man nochmal, wie groß unser Platz war. Von dieser Hecke hier, das ganze Stück darüber, also echt ein riesen, riesen Platz. Das Movern mit dem Wohnwagen macht dem Andi immer ganz viel Spaß. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie früher mit seinem ferngesteuerten Auto. Ja, einfach eine Fernbedienung und dadurch kann man den Wohnwagen dann steuern, wohin er fahren soll. Er ist zwar sehr, sehr langsam unterwegs, was aber auf der anderen Seite auch ganz gut ist, weil wenn man abbiegt, er schwenkt doch relativ weit aus. Ja, da ist es eigentlich schon ganz praktisch, wenn man nicht ganz so schnell den Wohnwagen steuern kann. Den Mover hat der Andi sich selber eingebaut. Im ersten Jahr waren wir in England ohne Mover und habe sehr stark bereut, keinen Mover zu haben. Schotter, der Wohnwagen in einen schrägen Platz reinzuschieben, klar helfen immer Leute, aber mir habe gesagt, bevor wir es nachher im Rücken haben oder uns sonst irgendwie wehtun dabei, machen wir lieber einen Mover rein und alles ist entspannter und wir haben es bisher nicht bereut. Es ist einfach eine sehr angenehme Sache. So, hier sieht man jetzt nochmal, wie groß der Platz war, wo wir standen. Man hat echt mega viel Platz. Es war richtig, richtig schön hier. Und jetzt geht's ab nach Hause. Jetzt nach Hause. Warte Urlaub, Kinder. Hat's euch gefallen? Ja. Okay. So, los geht's. Ab nach Hause. 798 Kilometer. Jetzt ist es kurz vor 8. Schön war's. Gerne wieder. Ja. Aber leider schon vorbei. Ja, die 2 Wochen gehen immer rum wie im Flug, gell? Die Via Fausta sieht bisher gut aus. Mal sehen, wie es weitergeht. Tschüss, Italien! Naja, noch lange nicht. Nein, ab Union Tschüss, Lido. Camping Italy vielleicht. Ja. Puh, zu eng die Straße für uns. Wir müssen zu breit. Geht auf jeden Fall wieder der Puls ein bisschen in die Höhe. Dann merkt man, dass man noch lebt. Hm? Oh ja. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh nein. So, jetzt sieht es besser aus. Geschafft. Cleo hat gerade was Gutes zum Essen gekriegt. War das lecker? Genau so sieht eine entspannte Autofahrt aus. Meist legt sich die Cleo dann auch irgendwann zu den Kindern oder so schräg auf ihren Sitz drauf und schläft und genießt genauso und kuschelt mit den Mädels nebenher. So, die ersten Berge sind zu sehen. Herrlich.
waren jetzt das dritte Mal beim Union Lido, jedes Mal mit Hund. Ja, und ich muss sagen, es ist einfach ein perfekter, wunderschöner Urlaub dort. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Das Wetter eigentlich meistens gigantisch in Pfingsten und ja, auch die Kinder haben alles, was sie brauchen. Wer einen entspannten Urlaub sucht mit Kindern und Hund oder Hund, ja, wir können der Union Lido nur empfehlen. Einfach toll, schaut ihn euch an. Einen kaufe, der allerdings dann zu klein gewesen wäre, weil die Kinder ja rechts und links sitzen. Dann haben wir uns nur diese Grundplatte mit dem Isofix gekauft und haben den Rest selber gebaut und auch selber Schaumstoff draufgeklebt und überzogen. Und so hat jetzt die Cleo einen Sitz, wo sie meistens nach vorne ihren Kopf ablegt, wo sie sich aber auch ganz komplett reinlegen kann zum Schlafen. Und durch ihr Brustgeschirrle ist sie dann angeschnallt am Sitz, also da hängen wir sie ein. Und es funktioniert echt super, super gut und Cleo ist immer bei uns und ja, fährt einfach so mittendrin mit und das findet sie super. Puh, bald haben wir es geschafft. 250 Kilometer. Aber schönes Wetter hier. So, jetzt haben wir es gleich geschafft, noch ein paar Kilometer und sind wir zu Hause. Und? Wie war der Urlaub? Hä? Zu kurz, schön, ich rede mit dir. Muss ich was sagen? Ja. Kommt doch Kinder. Kinder, wie war der Urlaub? Gut. Jule? Ich höre halt nichts, den Kopfhörer auf. Wie war der Urlaub? Gut. Auch gut. Zweimal gut, wollt ihr wieder hin? Was? Wollt ihr wieder hin? Ja, okay, die Begeisterung hält sich sehr in Grenze. Doch, der Urlaub war wirklich schön, wir haben es sehr genossen. Genau, er war zu kurz. Ja. Trotzdem zwei Kruschen haben wir dabei gehabt. Ja, zu viel Sachen dabei, so wie immer, leider. Jetzt genießen wir erstmal die schönen Sommertage daheim und dann geht's in die Sommerferien wieder los, gell? Schöne Sommertage daheim heißt es erstmal Wohnwagen ausräumen, Wohnwagen putzen, Sachen putzen. Ein paar Sachen reparieren, die kaputt gegangen sind. Ja, ja, das gehört einfach dazu. Genau, so machen wir.